Hi, good morning again. Hallo, guten Morgen nochmal. Okay, willkommen bei Klasse Nummer 2 für heute. Meine Frau sagt, meine Haare sehen aus wie Flügel am Morgen. Wir werden mit einer Meditation beginnen. Und bevor wir mit der Meditation beginnen, dachte ich, ich möchte euch ein Bild zeigen. Ich weiß nicht. Ich mag es, großartige Ideen zu finden in Tsongkhapa-Büchern, wie ihr wisst. Aber ich mag es auch, neue Desserts zu finden. Denn für mich ist das sehr wichtig. Ich war in Japan noch vor dem Virus und ich bin mit meinen Freunden zum Abendessen gegangen, Sophie Chow und ihr Ehemann. Und wir hatten, ich war auch mit Stanley und Allison zusammen, und wir hatten dieses japanische Sorbet. Es wird von einer besonderen Frucht gemacht. Yuzu, es tut mir leid, falls ich das nicht richtig ausspreche. Ich weiß, ihr Chinesen habt Yuzu. In China ist das eine völlig andere Frucht, aber das, der Name wurde von euch, die Japaner haben den Namen von euch geklaut, aber es ist eine andere Frucht. Es ist etwas Besonderes. Wenn du Glück hast und du gehst in ein gutes japanisches Restaurant, insbesondere in Japan, könnt ihr dieses Sorbet dort bekommen. Ich habe versucht, das in Trader Joe's zu bekommen. Es ist ein Einkaufsladen in den Staaten. Und ich konnte es nicht finden. Aber es ist unglaublich lecker. Und das ist das, wo ich in ein japanisches Restaurant gegangen bin, in Tokio mit meinen Freunden. Die haben mich zum Abendessen ausgeführt. Und dann kam die Zeit für Dessert, das ist meine Lieblingszeit vom Abendessen. Und die haben gesagt, lass uns Yuzu haben. Und ich sage, nein, ich will grünen Tee-Eiscreme. Und sagen, nein, probier Yuzu, du wirst es mögen. Und dann habe ich diesen furchtbaren Konflikt in meinem Herzen. Denn ich weiß, ich mag grünen Tee-Eis. Aber du lebst nicht beinahe 70 Jahre in dieser Welt und du kannst nicht alle Desserts ausprobieren. Und ich sage, ich weiß auch nicht, was ist, wenn ich dieses grüne Tee-Eis nehme. Und die haben gesagt, nein, Gisela, sei nicht so stur, probier das Yuzu jetzt. Und er sagt, ja, okay, dann probiere ich jetzt das Yuzu. Es war unglaublich. Es war komplett unglaublich. Und heutzutage gehe ich online und versuche, jemanden zu finden, der Yuzu nach Arizona bringt. Ich bin sicher, wir können das anpflanzen in Diamond Mountain. Ich bin sicher, Cat kann das. Also, wieso sprechen wir darüber, Gisela? Ich sage, dieses ganze Retreat versucht euch dazu zu bringen, das Yuzu zu probieren. Dieses ganze Retreat versucht euch dazu zu bringen, etwas Neues zu probieren. Und ihr werdet es mögen, ihr werdet es lieben. Wir benutzen 10 verschiedene Arten, um euch dazu zu bringen, das Yuzu zu probieren, die Yuzu, das Eis. Wir probieren 10 verschiedene Wege. Probier das einfach aus. Ich habe zu viel zu tun. Probier es. Ich habe Sachen zu tun. Mein Gott, probier es. Du wirst es mögen. Und dann, ich erinnere mich, ich habe einen Biss gegessen. Vergiss das grüne Eistee für immer. Ich brauche das nie wieder. Jetzt brauche ich Hitze. Das andere interessiert mich nicht mehr. Ganz nebenbei, sendet mir keine Pakete von Yuzu Eis. Ich habe nur ein ganz, ganz kleines Eisfach. Was passiert nach solchen Vorträgen? Mindestens 20 Menschen schicken mir die Sachen. Dann wird meine Ehefrau wütend, weil ich dann den ganzen Tag Eis esse. Aber probiert es einfach aus. Auf 10 verschiedene Weisen probiert diesen Geschmack. Und jetzt werden wir eine Yuzu-Meditation machen. Geht los, Yuzu-Meditation. Macht euch bereit. Wir werden jetzt ganz schnell durch die Bilder durchgehen. Ganz schnell, Pau. Jetzt seid ihr ernsthafte Lamrim-Leute. Ihr
könnt ihr euch 10 verschiedene Bilder in eurem Geist vorstellen. Wieso? Wir versuchen, Bodhicitta in deinen Geist zu brennen. Wie eine Klippe, ein Pfad, neue Neuronenverbindungen. Das bedeutet, das ist, was Meditation bedeutet. Wir versuchen, Silikon neue Neuronenwege in eurem Geist zu knüpfen. Und wir beginnen mit einfach blöden Bildern aus dem Internet. Und dann werden sie, später werden sie ein ganz normaler Reflex. Erst Bilder und dann das erste Bild ist der Tennisspieler. Wie dieses Bodhicitta einfach, wieso? Wow, du wirst diesen VIP-Club beitreten. Die von Planet zu Planet fliegen. Vergiss es nicht, einfach nur probieren. Das ganze Retreat sorgt dafür, dass du es einfach nur versuchen möchtest. Das nächste Retreat ist dazu da, wie man es bekommt. Und jetzt probier es einfach aus. Du wirst es mögen. Wieso? 10 Gründe. Was ist das Erste? Du bist in diesem tollen neuen Team mit drin. Du bist der wertvollste Spieler in diesem Club. Patti, ich weiß, du bist aus Argentinien, also bist du sicher Fußballfan. Diese Superliga hat gestern verloren, richtig? Aber wie auch immer, du kannst in einer anderen Superliga spielen. Nummer 2. Das ist das Abschlussball-Foto. Ja, du bekommst einen völlig neuen Titel. Bivi. Bodhisattva, nicht? Bodhisattva. Bivi. Sie nennen dich Patti, der Bodhisattva. Ja, das mag ich. Das schmeckt gut für mich. Das probiere ich aus. Das ist der Punkt darin. Das dritte Bild. Birds and the sun. What's it mean? Vögel in der Sonne. Was bedeutet das? You outshine those. Du überstrahlst diejenigen, die guten Leute. Als ich das gesagt habe, habe ich das gesagt für 2 Arten von Menschen. Einmal die Zuhörer und einmal die Halbbuddhas. Die sind besonders, sie sind wunderschön, wie diese Vögel. Aber sie sind nicht wie die Sonne. Sie fliegen nicht wie die Sonne. Nächstes Bild, das vierte. Das Café. Wieso? Menschen können gutes Karma bekommen, während sie dir was dienen. Wäre es nicht so toll, so heilig zu sein, wenn jemand dir einen Kaffee gibt, die für 10.000 Leben in den Himmel gehen würden? Das schmeckt gut für mich. Genauso wie das Eis Jutsu. Ja toll, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ein Bulldozer. Super effizient. Super effektiv. Hör auf, einen Stein nach dem anderen aufzuheben. Hol dir einen Bulldozer. Wenn du gutes Karma machen möchtest, genug, um einen Buddha-Körper, einen Regenbogenkörper zu machen, geh und hol dir einen Bulldozer. Mach nicht einen Stein nach dem anderen. Was bedeutet der Bulldozer? Bodhicitta. Jutsu. Okay, next picture. Okay, nächstes Bild. Der Ketchup-Fleck. Ja. Yeah, don't sit there with soda water. Sitz da nicht rum und versuch so einen kleinen Fleck wegzumachen mit irgendwie Sodawasser, sondern schick den Fleck einfach zur Sonne. Der Fleck wird nicht lange existieren. Nächstes Bild ist Shenzhen. Yeah, you can easily build all the. Du kannst ganz einfach alles bauen, was du möchtest. Der Vorzug Nummer 7 von Jutsu Eiscreme. Das nächste ist der Panzer. Du bist vollständig beschützt, wie in einer kleinen Blase, in deiner Diamantblase. Und all diese Probleme verschwinden einfach aus deinem Leben, gehen an dir vorbei. Nummer 9, auf der Bergspitze stehen. Nett, schön. Ganz leicht vervollständigst du die einzelnen Level des Pfades. Das machst du ganz leichtfertig. Dann
gehst du zu Pfad Nummer 5 und dann schon bei, zum Ziel Nummer 10. Der letzte Vorzug ist, du wirst zu dieser super ertragreichen Erde. Du bist, Kat ist immer wütend geworden, als ich Dreck gesagt habe. Sie hat gesagt, sag nicht Dreck, sondern sag Erde. Du bist nämlich die Erde, die allen guten Dingen erlaubt, da zu sein. Du fütterst jeden, du nährst jeden, unsichtbar, unter dem Reis, unter dem Weizen. Du bist die ganze Zeit da und machst die ganze Zeit Leute happy, glücklich. Na, schmeckt das gut, euer Jütze? Okay, dann machen wir hier die Meditation. Und nochmal, erinnere dich, dein Ziel ist einfach nur diese 10 Bilder in Erinnerung zu halten. Also, hol dir eine Geschichte, ein wichtiges Ereignis in deinem eigenen Leben, wie zum Beispiel, als du Kinder bekommen hast oder als du in die Schule gegangen bist oder die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Da bin ich überall lang gelaufen. Ich kannte die verschiedenen Straßen. Ach so, dieses Bild ist dann in dieser Straße, das. Und dann verstehe ich, wenn ich ein Bild vergessen habe, wenn ich... Oh Gott, ich spreche schnell. Also, wenn ich eine Straße verpasse, dann weiß ich, ich habe ein Bild vergessen. Aber jetzt werde ich mogeln, denn ich habe alle Bilder hier vor mir. So, setz dich gerade hin. Entspann deine Stirn. Ein kleines Lächeln. Long exhales. Langes Ausatmen. Dirga in the Yoga Sutra. Dirga im Yoga Sutra. Exhale 10 times until your tummy tightens. Atme 10-mal aus, bis dein Bauch sich anspannt. Lasst uns die 10 Wege durchgehen, auf die Bodhicitta einfach nur köstlich ist. Das erste Bild, der Tennisspieler, einem neuen Team beizutreten, das Bodhisattva-Team. Brenne es in deinen Geist. Wir nehmen 10 Atemzüge auf jedem Bild. Brenne das Gefühl in deinen Geist. Es gibt nur einige wenige Leute in dieser Welt, die von Planet zu Planet hüpfen können und sich mit jedem Einzelnen verbinden. Nächstes Bild. Was ist das? Der Abschluss. Ich werde einen neuen Titel bekommen. Besser als Geshe Michael. Bodhisattva Michael. Und er wird zu mir passen.
Next picture. Nächstes Bild. Birds and the sun. Die Vögel und die Sonne. There are beautiful people in this world. Es gibt wundervolle Menschen in dieser Welt. Und sie sind wirklich wunderschön. Aber von Planet zu hüpfen, um allen möglichen Leuten zu helfen, ist ein völlig anderes Level. Next picture. Nächstes Bild. Coffee shop, right? Das Café. Wouldn't it be nice to be such Wäre es nicht schön, ein so kraftvolles, karmisches Objekt zu sein, dass, wenn Menschen dich einfach nur anlächeln, sie mindestens 10 Jahre glücklich wären? Next picture. Nächstes Bild. Diamond Mountain Machine. Diamond Mountain Machine. It's so powerful. Es ist so kraftvoll, um gutes Karma zu sammeln. Es ist einfach so einfach. Das kannst du in deinem Auto tun. Nächstes Bild. Der Ketchup-Fleck. Schicke dein schlechtes Karma ins Zentrum der Sonne, verbrenne sie. Und sofort. Ein schlechtes Karma kann nicht in deinem Geist bleiben, wenn du über Liebe und Mitgefühl nachdenkst. Diese beiden Dinge können nicht im gleichen Geist bleiben. Da ist nicht Platz für zwei. Nächstes Bild. Shenzhen. Wunderschöne Gebäude und Parks. Jedes Projekt, das du gerne machen möchtest. Alles, was du erreichen möchtest. Arbeite erst an deinem Bodhicitta. Ganz einfach.
Bild Nummer 8. Ein Panzer. Sicher in einem Panzer sitzen. In der Mitte eines großen Krieges bist du geschützt. In einer diamantenen Blase. Ich kann tatsächlich sehen, dass andere Menschen ernsthafte Probleme haben, aber sie scheinen mich nicht zu erreichen. Ich habe Mitgefühl für andere, aber ich bekomme diese Art von Probleme einfach nicht. Das nächste Bild. Die Bergspitze. Ich kann das Ende dieses Bodhisattva-Weges, das Ende der fünf Pfade erreichen. Das letzte Bild. Ein großes Tal mit Ernte und ich bin die reiche Erde. Jeder nährt sich von mir. Okay, öffne langsam deine Augen, streck dich und Pau wird sich darum kümmern, dass wir das Dessert bekommen. Ja, das ist die ganze Geschichte von diesem Retreat, richtig? Ja, komm schon, probier es, schmeck es einfach. Und danach, ja, na klar, beim nächsten Mal im japanischen Restaurant, dann nehme ich das. Vergiss alles andere. Now I got really hungry. I don't know. Oh je, jetzt bin ich wirklich hungrig geworden. Right, ich weiß auch nicht. Okay, lass uns zurück zum Text. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Don't forget to connect those pictures. Vergiss nicht, diese Bilder zu verbinden mit irgendetwas in deinem eigenen Leben. Etwas, was in deinem Leben passiert ist, deinem eigenen Leben. Dann wird es einfacher sein. Okay, also wir sind uns damit daran einig, dass wir nur die Hälfte abgedeckt haben. Ja, wir haben diese Tattva-Buddhas abgeschlossen. Wir haben festgestellt, dass alle drei Praktizierenden, sie haben Leerheit verstanden, sie haben Leerheit direkt gesehen. Und es ist immer die gleiche Leerheit. Also, wieso nennen wir sie halbe Buddhas, mittlere Buddhas? Was ist die Bedeutung von halb? Sie haben einen Vorzug zu ungefähr 100 Kalpas zu den anderen Zuhörern. Sie haben nicht das Folgende. Was ist, wieso sie kein Samyak sind, kein Buddha, kein
kompletter und perfekter Buddha. Was sie nicht haben, ist, was ihnen fehlt, Sunam und Yeshe, die Ansammlung von Weisheit und Gutes. Es sind eigentlich zwei Ansammlungen und sie haben beides nicht vollständig. Sie haben nicht Karuna, Mitgefühl. Sie haben kein Mitgefühl. Und Jitsongkhapa fügt einige Worte hinzu. Sie haben kein Mitgefühl für und auch Dütamche. Sie haben kein Mitgefühl für alle Lebewesen in jedem Moment ihres Tages. Das macht sie nur zu halben Buddhas. Und sie haben auch nicht, sie sind nicht Mr. Allwissen. Sie sehen nicht alle Objekte im Universum zur gleichen Zeit, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, alle zur gleichen Zeit. Und deswegen sind sie halb. Und halb bedeutet, Tsongkhapa sagt, sie haben einfach nicht genug zu ganzen Buddhas. Sie sind noch nicht ganz dort. Es gibt einen Ausdruck, es gibt einen Ausdruck im Englischen, aber ihr Übersetzer vergisst den mal ganz schnell. Hier haben wir ein Mittelfoto. Sie sind einfach in der Hälfte. Ich denke, Rot ist ganz Buddha, Gelb ist Zuhörer. Sie haben praktiziert und einige Millionen von Jahren, sehr viel mehr als den Zuhörern, aber sie sind immer noch im Rot. Sie sind immer noch kein vollständiger Buddha. Noch nicht. Lasst uns zum nächsten Abschnitt gehen. Jetzt kommt jemand, Kachik. Das ist ein Kachik. Was ist das? Ja, so ein Typ. Er sagt immer, ich sehe immer diesen Typ mit Brille, der sagt, was ist damit noch? Was ist damit? Wenn du Buddhas sagst, dass sie sich verbessert haben in ihrer Ansammlung von Weisheit, mehr als die Halbbuddhas, was es bedeutet ist, wenn du in einem Kloster lebst, dann weißt du, das ist von Arya Asangas, Abhisamaya Alankara, die Juwelen der Erkenntnis oder so. Du hast das bereits auswendig gelernt, wenn du 14 oder 8 Jahre alt bist. Und es bedeutet, sie sind spezialisiert auf der Wahrnehmung von der Leerheit von Objekten anstatt von Subjekten. Sie spezialisieren sich in der Leerheit von Objekten anstatt Subjekten. Es gibt hier eine große Debatte. Ist es leichter, die Leerheit eines Stiftes zu sehen oder ist es einfacher, die Leerheit von zum Beispiel Alex zu sehen? Was davon ist einfacher? Normalerweise sind Stifte einfacher. Das ist was, wieso wir in DCI lehren. Wir bringen nicht irgendwie Gelse auf die Bühne und sagen, denkt über ihre Leerheit nach, aber wir zeigen einen Stift. Denn im Allgemeinen ist es einfacher, über die Objekte zu sprechen, wie der Stift. Also Arya Asanga und Maitreya, er ist die Person, die Notizen macht für den Geschäftsmann, diese Stenografie. Er ist der Sekretär, der Notizen macht für Asanga. Nee, umgekehrt sagt er. Also in Wirklichkeit spricht Maitreya und Asanga macht die Notizen. Und Maitreya sagt, es ist wichtig zu verstehen, dass es einfacher ist, die Leerheit von Stiften zu verstehen. Aber ist diese Leerheit wirklich anders als die Leerheit einer Person? Und wir würden sagen, nein. Aber einige untere Schulen, der untere mittlere Weg, haben begonnen zu sagen, Maitreya hat unterschiedliche Level von Leerheit gelehrt. Er hat darüber gesprochen,
halbe Leerheit und dann vollständige Leerheit. Die Leerheit des Stiftes ist halbe Leerheit, denn es ist einfacher, das zu sehen. Und Venerable Cuttings Leerheit ist schwieriger zu sehen. Also gibt es eine halbe Leerheit und eine volle Leerheit. Und deswegen sind die halbe Buddhas Tattva Arta. Das bedeutet, sie sehen halb Leerheit. Habt ihr das verstanden? Er zitiert Maitreya falsch. Ist er ein schlechter Typ? Nein. Die halbe der Mittelwegschule ist, denkt so. Und dann Jetsun Kappas Antwort ist witzig. Da, wer hat's denn geschrieben? Was bedeutet das? Wen zitiert er da? Wen zitiert der Typ da? Asanga. Nein, es ist nicht Asanga. Asanga ist nur der Sekretär. Wer? Maitreya. Du glaubst, dass Maitreya in halbe Leerheiten glaubt? Bist du verrückt? Nein, zitiere Maitreya nicht falsch. Er ärgert sich über die Typen. Nein, wir sagen nicht halbe Buddhas, weil sie nur die halbe Leerheit sehen. Nur weil sie die leichten Leerheiten sehen und die schweren Leerheiten nicht sehen, denn so etwas existiert nicht. Es ist einfacher, die Leerheit eines Stiftes zu sehen, als die Leerheit einer Person. Ja, aber sind sie qualitativ unterschiedlich? Gibt es einen Unterschied zwischen der Nicht-Maus in Cuddings Küche oder der Nicht-Maus in Jordans Küche? Sind die unterschiedlich? Nein, das sind zwei unterschiedliche Küchen, aber die Nicht-Maus ist das Gleiche. Du sprichst nicht über eine halbe Nicht-Maus in deiner Küche, weil entweder hast du sie oder du hast sie nicht, die Maus in deiner Küche. Und das ist wichtig, versuch das zu verstehen. Geshe-la, wieso sprechen wir darüber? Wir versuchen, die Idee zu verstehen von jemandem, dass jemand anders gebärt, die Mamas und die. Wer gibt also, wer gibt die Geburt von Buddhas? Also, wer ist die Mutter von den Buddhas? Nächstes Bild. Ich weiß nicht, ich benutze diese Bilder sehr gerne. Wie viel Leerheit siehst du, wenn du kein Bodhisattva bist? Wenn du Leerheit siehst und du nicht ein Bodhisattva bist, wie viel von Leerheit siehst du? Ja, 100%. 100,0%. Okay, das ist alles. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich ein besseres Bild finden können, aber naja. Dann sagt Tsongkhapa, nebenbei, Chandrakirti selbst, Meister Chandrakirti selbst, als er darüber gesprochen hat, hat er gesagt, halber Buddha bedeutet nicht wirklich 50% voller Buddha. Das bedeutet nicht, was da die Hälfte ist. Die Hälfte bedeutet 50% besser als der Zuhörer. Verstanden? Sag nicht, er ist weniger, sondern er ist weiter. Nicht weniger als ein Buddha, sondern weiter als ein Zuhörer. Denke nicht, dass halb bedeutet, er hat viel zu wenig Buddhaschaft. Denk an halb als doppelt so viel wie ein Zuhörer zur vollen Erleuchtung. Denke nicht, dass es da einen Unterschied gibt in der Praxis von sogar Zuhörern von halben Buddhas. Nein, die Halbbuddhas waren einfach nur länger unterwegs. Sie sind mehr. Denk von halb, als dass sie mehr praktiziert haben zur vollen Buddhaschaft. Sie sind einfach weiter. Ich erinnere mich nicht mehr. Ach so, die Idee ist erweitert. Hier ist die Straße zum halben Weg zur vollen Buddhaschaft auf dem halben Weg. Dann spricht er.
Haben wir noch Zeit? There's something we should finish today, okay? Es gibt noch etwas, was wir heute abschließen sollten. Denn am Ende dieser Klasse werden wir sagen... That's how the kids sound in the monastery. It drives you crazy. Das ist, wie die Kinder klingen im Kloster. Und das macht dich ganz verrückt. You say, do you know what that means? No. Dann fragst du, weißt du, was das bedeutet? Und sie sagt, nein. Okay. Und deswegen gehst du durch den Geshe-Kurs. Also er sagt, wir sprechen über die Ansammlung von Weisheit und Güte. Und Geshe-la hat uns vor ein paar Tagen gelehrt, dass, wenn wir über das Karma sprechen, eines Buddhas, mögen wir es nicht Karma nennen. Wir sagen, die Samen eines Buddhas nennen wir nicht Karma. Denn Karma ist schmutzig. Denn sogar gutes Karma schmutzig, weil es irgendwann aufhört. Das Wort Karma ist eine Beleidigung. Sogar wenn du gute Sachen machst. Denn irgendwann hört es auf. Dein wunderschöner Körper wird alt. Dein wunderbarer Körper wurde durch gutes Karma gemacht. Aber es war nicht so gut, oder? Denn Dinge fallen auseinander. Du wirst dieses Schöne dann irgendwann lernen, wenn du älter wirst. Dann gehst du zum Arzt und zahlst viel, damit es wieder in Ordnung ist. Aber am nächsten Tag fällt wieder was anderes auseinander. Ich erzähle euch hier eine depressive Geschichte. Ich habe im Radio etwas zugehört und ein berühmter Psychologe hat eine wunderbare Studie gemacht, wieso alte Menschen heutzutage mehr Selbstmord begehen. Häufiger. Und teilweise ist es, weil sie keine Erschwerung sein möchten für ihre Familie sein. Das ist ziemlich mitfühlend. Aber der Psychiater hat dann einen Anruf bekommen, um bei einer Konferenz zu sprechen. Und bei der Konferenz hat sie darüber gesprochen. Und dann hat sie einen Anruf bekommen aus dem Hospital, dass die Mutter selbst versucht hat, Selbstmord zu begehen. Aber es ist ihr nicht gelungen. Und dann hat sie mit der Konferenz aufgehört und ist nach Hause gelaufen und hat gefragt, Mama, ich bin die Expertin in der Welt, um zu verhindern, damit alte Menschen Selbstmord begehen. Aber wenn du jetzt Selbstmord begehst, dann ruinierst du meine Karriere. Und die Mutter sagt, Mann, es nervt einfach. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Und sie sagte, ich würde viel Geld dafür verschwenden, mich um dich zu kümmern. Nein, ich bin einfach dessen müde, dass ich andauernd versuche, irgendwie was wieder hinzukriegen. Und dann fällt was anderes auseinander. Und das Problem ist, alles auf einmal fällt auseinander. Das ist nicht, dass das alles auf einmal kommt. Nein, du wirst krank und dann kriegst du es wieder hin und am nächsten Tag fängt das nächste schon wieder an. Und je später es wird, desto stärker wird es, dass viele Dinge nicht funktionieren und plötzlich funktionieren deine Augen nicht, deine Ohren, irgendwas anderes. Es wird immer mehr auf einmal. Wieso sprechen wir also darüber? Das ist schlechtes, gutes Karma. Also wir haben eine Tradition, dass wir das Karma, das einen Buddha-Körper gemacht hat und einen Buddha-Geist, dann, das nennen wir nicht mehr Karma, sondern die zwei Ansammlungen. Und Jetsung Kapa hat gesagt, habt ihr euch noch nie gewundert, über dieses Ansammlungswort, vielleicht gibt es dort eine tiefere Bedeutung und es ist wunderschön. Oh, sorry. Und Tim sagt, ja, ich spreche zu schnell. Ja, das ist, weil Kaffee und Frühstück mich anschauen. Habt ihr euch nie gewundert, wieso wir ein Wort gewählt haben wie Karma und es dann ausgetauscht haben zu zwei Ansammlungen? Es ist nicht seltsam. Und Tsong Kapa sagt, ja, du hast recht, es ist seltsam. Wenn du die zwei Ansammlungen sagst, hat es eine tiefere Bedeutung. Und es wird circa 2 Minuten dauern. Es hat eine tiefere Bedeutung. Zwei Ansammlungen hat eine tiefere Bedeutung. Und er sagt, was ist es? Dann sagt er, lass uns einen berühmten Kommentar zu Maitreya machen. Wenn wir darüber sprechen, ansammeln
Das Karma, das ein Körper eines Buddhas erschafft, bedeutet es umarmen auf eine perfekte Weise. Eine perfekte Umarmung ist die Bedeutung von Ansammlung, Sambara. Es gibt ein berühmtes Mantra, Sambara. Also das Sanskrit ist Sampara. Heutzutage, wenn du einen Sanskrit-Menschen fragst, was Para ist, sagt er, etwas zu tragen. Und wir hatten es bereits, Belastung und Berta bedeutet das. Was ist das Spanische für Ehefrau? Oh, das Sanskrit ist Berta. Das Sanskrit ist Berta. Das Ding, was ein Ehemann tragen muss. Es tut mir leid, es ist ein schlechtes Wort. Ein Sanskrit-Wort für Ehefrau ist eine Tasche, etwas, was du mit dir rumtragen musst. Das ist das alte, die alte Bedeutung von Sambara, eine schwere, eine schwere Belastung. Und Tsongkhapa sagt, vergiss es nicht, es gibt eine noch größere Bedeutung von diesem Sambara. Es bedeutet halten oder umarmen. Also wenn wir von den zwei Ansammlungen sprechen, die zwei Sambaras, bedeutet es die zwei vollkommenen Umarmungen. Perfekten Umarmungen. Er nennt es so. Wenn du deine Klasse abschließt und sagst, möge ich die beiden Ansammlungen vollenden, dann denk nicht darüber nach wie ein Bankkonto. Denk nicht, dass du, wenn du genug Geld in die Bank steckst, dann wirst du ein Buddha. Ich möchte nicht, dass du über Ansammlung so denkst. Das ist nicht, was Ansammlung bedeutet. Ansammlung bedeutet, deine Weisheit geht tiefer und deine guten Karmas gehen tiefer. Dein Sunam und Yeshe, deine Güte und deine Weisheit wurde perfektioniert zu einem Punkt von perfekter Umarmung und du wurdest zu dieser Weisheit. Und du wurdest diese gute Tat. Du wurdest zu guten Taten und zu Weisheit. Und das bedeutet, sie anzusammeln. Kapiert? Wunderschön, oder? Okay, lasst uns das Mandala jetzt machen. Tim? Final prayer. Das abschließende Gebet? Let's do both. Lass uns beides machen. Sangye Shindu Nikte Ulwargi Drokunam Dakshin Lachu Parshu Vidam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Dikye Vokun Sunam Nishi Tsuk Tsuk Shin Sunam Yeshe Nijung Wei Dampai.